Hallo und herzlich willkommen hier auf dem YouTube-Kanal von So Simple. Mein Name ist Sabine und ich freue mich, dass du da bist. Vielleicht kennst du mich ja schon von meinen Nähbüchern, von meinem Nähblog oder von meinem Näh-Podcast. Näher dran heißt der und du findest ihn überall dort, wo es Podcasts gibt. Bevor wir jetzt mit dem Nähen starten, denk gerne daran, mir auch ein Abo dazulassen, falls du es noch nicht getan hast. Und wenn du zusätzlich die kleine graue Glocke aktivierst, dann bekommst du immer direkt eine Info, wenn es wieder was Neues von So Simple hier auf dem YouTube-Kanal gibt. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß beim Zuschauen und Nachnähen. Lass uns loslegen. Schauen wir uns das Nähprojekt an, das wir heute gemeinsam wuppen werden. Das ist Sweater Stevie, ein Raglan-Schnitt. Der kommt in zwei Längen. Nina trägt hier die kürzere Länge. Das Ganze ist schön oversized geschnitten, die Ärmel sind lässig weit und der Ausschnitt ist schön schmal am Hals und hält den Pullover dort, wo er sein soll. Hier siehst du das typische Dreieck, das an den Ausschnitt appliziert wird. Ich trage ihn hier in der längeren Version ebenfalls mit Ärmelbündchen. Im Schnittmuster für Sweater Stevie sind hohe Seitenschlitze vorgesehen. Die sorgen für richtig Bewegungsfreiheit. Du kannst dieses Schnittmuster aus ganz klassischen Sweatstoffen umsetzen. Du kannst aber auch, so wie ich hier mit diesem gestreiften Stoff, einen Strickstoff verwenden. Also alles, was so ein bisschen stabil ist und wo du ein passendes Halsbündchen und passende Ärmelbündchen zu findest. Das sollte ja farblich zusammenpassen. Das kannst du verwenden. Den Schnitt für Sweater Stevie gibt es als E-Book zum Sofort-Download bei uns im Shop und natürlich auch wie immer als Papierschnittmuster. Das heißt, wenn du den Schnitt bestellst, bekommst du die A0-Plots per Post und die Anleitung per E-Mail. Und das sind die Schnittteile, die du brauchst. Das Rückteil im Bruch, das Vorderteil im Bruch, die Ärmel zweimal gegengleich, zwei Bündchenzuschnitte und die Dreiecksapplikation. Die kannst du auch aus einem Stoffrest machen. Übertrage die Markierungen vom Schnittmuster auf den Stoff. Das ist die Schlitzmarkierung und das ist die Saumzugabe des Schlitzes. Besonders einfach geht das mit dem Markieren, wenn du eine Nadel durch die Stofflagen stichst. Dann kannst du ganz problemlos hier die Schlitzmarkierung übertragen. Das ist der Punkt, an dem später die Seitennaht endet. Als erstes kümmern wir uns jetzt um die Dreiecksapplikation. Die kannst du natürlich auch weglassen. Stecke das Dreieck mit der linken Stoffseite an die rechte Seite des Ausschnitts. Dabei treffen die oberen Spitzen des Dreiecks auf die Ausschnittkante. Der obere Rand ragt ein bisschen in den Ausschnitt hinein. Stecke alles gut fest. Wenn dein Dreieckstoff besonders weich ist, kannst du ihn vorab mit einem Stückchen Flieseline H609 verstärken. Meist ist das aber nicht nötig. Stelle an deiner Nähmaschine einen Zierstich ein, zum Beispiel einen Fake-Cover-Stich. Steppe das Dreieck entlang der Kante auf den Oberstoff. Du kannst auch die Naht ein bisschen über die Applikation hinaus verlängern. Das würde dann so aussehen. Wenn du das so machen möchtest, dann solltest du zur Sicherheit das Ende der Naht oder auch die Nahtlinie markieren. Beim Nähen lege ich mir ein Stückchen Stickvlies unter, damit sich der Stoff nicht verzieht. Hier am unteren Ende des Dreiecks fixiere ich den Stoff so ein bisschen mit einer Ahle, damit er schön gerade von der Naht mitgefasst wird. Am Ende der Naht lasse ich die Nadel im Stoff und dann hebe ich den Nähfuß und drehe den Stoff. Anschließend richte ich alles wieder schön gerade aus und nähe zum Ausschnitt zurück. Du kannst diese Naht übrigens auch mit der Covermaschine machen. Kürze das Dreieck an der oberen Kante entlang der Ausschnittrundung ein. Jetzt brauchst du die Ärmel.
Die kürzere Kante des Ärmels gehört zum Vorderteil. Stecke die Ärmel an den Markierungen bündig rechts auf rechts an die Armausschnitte. So sollte das jetzt aussehen. Nähe die Ärmel mit der Overlock oder mit einem elastischen Stich deiner Nähmaschine, zum Beispiel mit einem schmalen Zickzack, an die Armausschnitte. Weil mein Stoff gestreift ist, achte ich natürlich beim Nähen darauf, dass sich die Streifen auch genau treffen. Jetzt brauchst du das Rückteil. Stecke die hinteren Ärmelkanten bündig rechts auf rechts an die Armausschnitte des Rückteils. Die Nahtzugabe des Ärmels sollte um 1 Zentimeter über die obere Kante des Rückteils ragen. Stecke die hinteren Ärmelkanten bündig rechts auf rechts an das Rückteil. Das habe ich jetzt hier schon mal vorbereitet. Nähe die Ärmel mit der Overlock ein. Versäubere anschließend das gesamte Schnittteil einmal rundherum mit der Overlock. Du kannst dafür auch einen Zickzackstich deiner Nähmaschine nehmen. Die Ausschnittkante bleibt frei. Stecke Ärmel und Seitenkanten bündig rechts auf rechts aufeinander. Schließe die Ärmel und Seitenkanten bis zur Schlitzmarkierung mit einem elastischen Stich. Du kannst hier zum Beispiel einen schmalen Zickzack verwenden oder du nimmst einen Geradstich und verwendest ein elastisches Garn, damit die Nähte schön dehnbar bleiben. Hier ist zum Beispiel Seraflex von Mettler eine sichere Bank. Also, der Schlitz bleibt offen und du nähst nur von der Ärmelkante bis zur Schlitzmarkierung. Ich nähe hier mit einem schmalen Zickzackstich. Außerdem achte ich natürlich auch wieder darauf, dass die Streifen sich treffen. Und hier endet jetzt die Naht. Ich nähe genau bis zu diesem Punkt. Da habe ich mir auch eine Stecknadel quer gesteckt, damit ich weiß, wo ich die Naht vernähen muss. Hier mache ich eine Punktvernähung. Und so sollte das dann aussehen. Bügle den unteren Saum an der Markierung zur linken Stoffseite um und stecke ihn fest. Und jetzt kümmern wir uns um die Saumzugaben des Schlitzes. Bügle die Nahtzugaben der Seitennaht auseinander und bügle auch die Saumzugaben des Schlitzes zur linken Stoffseite um. Anschließend werden die Saumzugaben des Schlitzes und der untere Saum in der Mitte der Versäuberungsnaht an den Oberstoff gesteppt. Und bevor es an die Nähmaschine geht, habe ich mir auch die Ärmelsäume schon zur linken Stoffseite umgebügelt. Hier steppe ich jetzt als erstes den Saum fest, dann lasse ich wieder die Nadel im Stoff, drehe den Nähfuß und nähe am Schlitz entlang nach oben. Wenn ich am oberen Ende des Schlitzes angekommen bin, dann lasse ich die Nadel wieder im Stoff, hebe den Nähfuß und drehe den Stoff im rechten Winkel. Dann nähe ich so rüber zur anderen Schlitzseite. Hier wieder runter und dann am Saum weiter bis zum zweiten Schlitz. Alles nochmal schön gerade ausrichten. Den Saum mitfassen. Und dann weiter nähen. Und dann wird auch der Ärmel gesäumt. Damit ich den Ärmel über den Freiarm ziehen kann, habe ich die Zubehörbox meiner Bernina abgenommen.
Ich achte übrigens darauf, dass ich auch bei den Ärmeln die Nahtzugaben auseinandergefaltet im Saum mitfasse, damit der Saum schön glatt liegt. Ein schmaler Zickzack, ein elastischer Zierstich, die Zwillingsnadel oder auch die Covermaschine sind ideal zum Säumen. So sollte das jetzt aussehen. Jetzt brauchst du den vorbereiteten Pulli und das Halsbündchen. Falte die kurzen Seiten des Halsbündchens bündig rechts auf rechts. Schließe die kurzen Kanten mit einem elastischen Geradstich oder mit der Overlock. Das habe ich jetzt hier mal vorbereitet. Ich habe die Nahtzugabe so ein kleines bisschen eingekürzt, damit die Naht glatter liegt. Falte die Nahtzugaben auseinander. Falte dann die langen Kanten des Bündchens bündig links auf links. Die Naht ist jetzt im Inneren des Bündchens. Stecke das vorbereitete Bündchen leicht gedehnt an den Halsausschnitt. Die Bündchennaht trifft dabei auf die hintere Mitte des Ausschnitts. Die offenen Kanten des Bündchens liegen an der offenen Kante des Ausschnitts. Ich habe mir hier auch den Stoffbruch des Bündchens markiert mit einem kleinen Knips innerhalb der Nahtzugabe und stecke dann die Markierung an die vordere Mitte. So sollte das jetzt aussehen und jetzt wird das Bündchen mit der Overlock eingenäht. Du kannst natürlich auch wieder einen elastischen Stich deiner Nähmaschine verwenden. Achte beim Nähen darauf, nur das Bündchen zu dehnen und nicht den Ausschnitt. Und jetzt zeige ich dir noch, wie du die Ärmel mit Bündchen nähen kannst. Dafür brauchst du pro Ärmel ein Ärmelbündchen aus Bündchenware. Nähe die kurzen Kanten des Bündchens bündig rechts auf rechts zusammen, sodass ein Schlauch entsteht. Die Ärmelkanten und die Seitenkanten des Pullis werden ebenfalls geschlossen. Klappe die Nahtzugaben des Bündchens auseinander, damit das Bündchen schön glatt liegt. Falte die langen Kanten des Bündchens links auf links zueinander. Die Naht liegt jetzt innen. Die offenen Kanten sollen bündig miteinander abschließen. Stecke das Bündchen an die rechte Seite des Ärmels. Die Bündchennaht trifft dabei auf die Ärmelnaht. Das habe ich jetzt mal vorbereitet. Das Bündchen ist angesteckt und das sieht jetzt so aus. Nähe das Bündchen leicht gedehnt an den Ärmel. Wenn du so wie ich hier ein Bündchen ansetzen möchtest, dann solltest du beim Zuschnitt darauf achten, den Ärmel an der Markierung Variante mit Bündchen zuzuschneiden. Dann kannst du sicher sein, dass alles passt und der Ärmel nicht zu lang wird. Und so sollte dein Ärmelabschluss jetzt aussehen. Na, hast du jetzt Lust bekommen, dir auch so einen lässigen Oversize-Sweater zu nähen? Dann schnapp dir das Schnittmuster Stevie und leg los. Ganz toll übrigens auch der Fukuhila-Look, das heißt, der Pulli ist hinten ein ganzes Stück länger als vorne. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Video auch wieder mit dabei bist. Für heute sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Tschüss!